Was wären herbstliche Drückjagden ohne unsere Stöberhunde? Ich begleite heute die Stöberhundgruppe vom Bottwartal mit ihren Foxterrieren. Bevor es losgehen kann, werden die Hunde mit Kevlar-Weste und GPS-Sender ausgestattet. Die Westen schützen den Hund vor Schlägen durch das Gewaff der Sauen. Nach dem Anlegen der Ausrüstung sammeln sich Hundeführer und Treiber und werden vom Treiberführer in die Treiberroute eingewiesen. Noch ein kurzer Blick auf das GPS. Dann kann es losgehen. Sauen haben in der Nacht auf den grasbewachsenen Rückgewegen gebrochen. Das lässt hoffen, dass die Jagd erfolgreich verläuft. Die Hunde sind geschnallt und suchen selbstständig nach den Sauen, nehmen dabei aber immer wieder Kontakt zum Führer auf. Abseits der Wege wird das Durchkommen durch dichten Brombeerverhau erschwert. Ein Blick auf das GPS-Gerät zeigt, wo sich die Hunde hinbewegen. Nun heißt es, ihnen durch dick und dünn zu folgen. Giftiger Spurlaut ertönt und zeigt an, dass sich die Hunde auf der richtigen Fährte befinden. Im mannshohen Gras können sich die Sauen überall einschieben. Für die Treiber ist das Gelände nicht ungefährlich. Sie müssen immer damit rechnen, plötzlich einer Sau gegenüberzustehen. Endlich fällt ein Schuss. Die Sau wurde wohl von den Hunden hochgemacht und kam dem Schützen passend vor die Büchse. Treiber und Hundeführer packen zu und ziehen das erlegte Stück an den Rückgewand. Und plötzlich geht es ganz schnell, Schüsse fallen. Treiber schreien und eine Sau bricht direkt an mir vorbei durchs Gestrüpp, dicht gefolgt von den Hunden. Hunde haben das kranke Stück verfolgt und gebunden. Ein Hundeführer eilt herbei und erlöst den Frischling mit der kalten Waffe. Die hochpassionierten Foxterrier von ihrer Beute zu lösen, scheint die schwierigere Aufgabe zu sein. Manch einer greift dabei zu unkonventionellen Methoden. Letztlich aber lassen die Hunde ab und begeben sich auf die Suche nach weiteren Sauen. Für die Stöberhundgruppe vom Bottwartal war es ein erfolgreicher Jagdtag mit reichlich Beute. Und was am wichtigsten ist, dass am Ende der Drückjagd alle Hunde wohlbehalten wieder bei ihren Führern sind.